Um das herauszufinden, untersuchen die Wissenschaftlerinnen das Erbmaterial von 850 Männern und Frauen der Enkelgeneration. Sie vermuten, dass der Hunger Spuren im Genom hinterlassen hat. Diese Vermutung jedoch widerspricht der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Denn danach steht fest, erworbene Eigenschaften können nicht vererbt werden. Die Lebensweise der Großeltern hätte also keinen direkten Einfluss auf die Gene der Nachkommen. Das Ergebnis der Untersuchung ist eine Sensation. Die Hungersnot hat nicht den Buchstabencode des Erbgutes verändert. Doch sie hat vermutlich bei einigen Genen den Schalter umgelegt. Eine Hungersnot kann beim Embryo Gene an- oder ausschalten. Und so steigt das Krankheitsrisiko. Die Gene sind nur der Text. Entscheidend ist, wie er gelesen wird. Kleine Schalter, sogenannte Methylgruppen, heften sich an das Erbgut und schalten einzelne Bereiche an oder aus. Wie genau diese Veränderungen im Genom Krankheiten auslösen, muss noch erforscht werden. Die Proben der Versuchspersonen werden deshalb zunächst bei minus 80 Grad gelagert. Sie sollen in Zukunft noch viele Geheimnisse verraten. Epigenetik heißt der Forschungszweig, der sich mit der Regulation unseres Erbmaterials beschäftigt. Denn ob wir schlemmen oder hungern, rauchen oder trinken, all das hat nicht nur Folgen für unsere eigene Gesundheit. Es beeinflusst auch die Gene unserer Kinder und Kindeskinder. Tja, da stellt sich jetzt die Frage, ob eben dieser neue Forschungszweig, diese neuen Erkenntnisse in Sachen Epigenetik, Darwins Theorien eher erweitern oder vielleicht sogar widerlegen werden, weil man war ja doch sehr überrascht, dass sich so schnell etwas vererben kann. Das war wirklich nicht das Schnelle, sondern dass es mehr Eigenschaften gibt, die eigentlich nicht in der normalen Erbfolge sind. Das, was man wissen muss, ist, dass diese Erfahrungen, Hunger zum Beispiel, ja nicht in der DNA, also im eigentlichen Erbmaterial niedergelegt wird. Das heißt, sie werden nicht klassisch vererbt, sondern es sind nur Genschalter, die an- und abgehen können. Das heißt, es verschwindet nach mehreren Generationen wieder. Aber überraschend war es schon, dass über sozusagen Erfahrungen, die man hat, über mehrere Generationen weitergegeben können, an diesem normalen Erbmaterial vorbei in gewisser Weise. Aber es verschwindet auch wieder glücklicherweise. Widerspricht aber nicht Darwins Theorien? Nein, das ist eine Ergänzung. Es ist in der Evolution, wir reden von Tausenden und Millionen von Jahren. Und diese sogenannte epigenetische Vererbung, in Anführungszeichen, das geht über zwei, drei Generationen, so viel man weiß, länger nicht. Das heißt, es ist eigentlich evolutionär wenig Relevanz. Kurze Abschlussfrage von mir. Was halten Sie davon, dass wir immer mehr in die Evolution eingreifen? Stichwort Designer-Babys, was es da alles für Möglichkeiten gibt? Also grundsätzlich haben Menschen natürlich auch immer in die Natur eingegriffen. Wir haben das ja an den Wölfen gesehen, auch an anderen Dingen. Das ist natürlich ein sehr zentraler Bereich. Und sagen wir mal, es gibt keine absoluten Ablehnungsgründe. Wenn es gute Gründe gäbe, zum Beispiel um Erbkrankheiten auszurotten oder solche Dinge. Andererseits, das Problem ist natürlich, dass das eine sehr starke staatliche Kontrolle erfordert über das Fortpflanzungsverhalten der Menschen. Und Sie müssen sich vorstellen, wer soll das entscheiden für alle anderen, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Schwieriges Thema. In der Tat. Aber wir ziehen das Fazit, wir hätten Darwin gern kennengelernt, oder? Als Typ? Auf jeden Fall, ja, das wäre spannend gewesen. Ganz herzlichen Dank, Professor Thomas Junker, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Wiedersehen.